Jetzt! Ich werde den Kerl nicht los, Walker! Langsam und ruhig halten! Hast du den Verstand verloren? Schau dir! Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Und damit herzlich willkommen zu Backbones The Line. Eine Jager. Egal, halt das Ding ruhig! Super geiles Intro. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Spec Ops, The Line. Eine deutsche Produktion. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden! Lieutenant Adams?
Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen, bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Das war mal Dubai. Die amerikanische Flagge verkehrt herum aufgehängt. Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. Ich muss gerade wieder erstmal meine Empfindlichkeit und so weiter einstellen. Zielvorrichtung checken. Rührt sich was? Nein, alles okay. Gut. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, ja. Suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Kann es sein, dass Dubai immer weiter weg geht? Ein Weg nach unten. Das sind Leichen. Das ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Okay. Hey, hier ist dein Seil. Dann wollen wir mal. Also scheinbar. Whee! Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was alles für eine Mission, denn? Wir führen einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Ja, scheinbar gab es einen Sandsturm. Habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir's hinter uns. Sieht aus, als wäre ein kompletter Sandsturm einmal über Dubai hergefegt. Und seitdem ist oder hat dieser Colonel versucht. Hey! Ist da wer? Ist da jemand? Seit wann gibt es Raben in der Wüste? Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Ups. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3:1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Der Konvoi. Scheinbar hat der Typ, dieser Leutnant, der 18 Kilometer außerhalb von Dubai aus Afghanistan rausgekommen ist. Zu viele. Wir kehren um. Hier spricht Colonel John Friend. United States Army. Ja. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet. Dann seine Truppe in den Tod geführt. Ihr soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Hier scheint's zu sein. Der Konvoi blieb im Sturm stecken. Ja, das ist es. 18 Kilometer außerhalb von Dubai. Was soll das jetzt heißen? Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Was?
Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Die Was? Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Waschen Sie! Mike mit seinem am Reich! Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agarin Terim Harf Besanim. Sehr gut, Logo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben raus. Das bringt uns einen Vorteil. Hey, ihr zwei! Okay. Wir sind die Körner. Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut! Ich glaube, wir haben den Stab anfunken und Bescheid sagen. Gerade einen Fehler gemacht. Die hören bestimmt auf zu ballern, damit du telefonieren kannst! Gentlemen, weniger reden, mehr schießen! Magazinwechsel! Feind ausgeschaltet! Scheiße, die Kerle geben nicht nach! Da kommt's über die Düne, kommt noch mehr! Los, ich geb dir Deckung! Okay, was ist mit der 33. passiert und warum schießen die Überlebenden auf uns? Wir sind in Position! Erwarten deine Befehle! RB für Blendbefehl. Walker, wir haben nicht ewig Zeit! Verziehen wir uns endlich! Hab ein! Au, hey, Walker, au, jetzt au. Mal endlich eine Ansage, verdammt! Wie kann ich denn... Und Venus! Schon dabei! Okay. Verstanden! Räumen! Jetzt geht's! Los! Wieso greifen die mich an? Oh. Ja. Ich hab noch so ein bisschen die Mass Effect Steuerung drin. Ich würde sagen, ich wechsle die mal. Damit ich ein bisschen mehr Schnellschuss habe. Granate! In Deckung! Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Weg da! Wo steckt der? Reklametafel da drüben! Sag Bescheid und ich schalte ihn aus! Lugo, schalt ihn aus. Ja, Sir. Bin unterwegs. Cool. Weiter geht's. Oben auf dem Boss. Schalt ihn aus. Schalt ihn nicht. Tango erledigt. Oh mein Gott, mein Gott. Das ist vielleicht nicht so gut, was ich hier mache. Und bleib liegen! Rüber zu dem Container! Ich weiß auch gerade noch nicht, wie genau die Empfindlichkeit eigentlich noch so gut ist. Den Nahkampf. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Ja, und nicht töten.